Hallo und willkommen zum nächsten Part von The Crew 2. Ja, im letzten Part haben wir die Street Racing Prüfung erhalten und jetzt haben wir hier Glücksinhalt. Überprüfe deinen Inhalt. Inhalt freigeschaltet. Clubbelohnung angefordert. Belohnung im Club angefordert. Das können wir uns einmal gerade angucken. Betritt ein beliebiges HQ, um deine Inhalte einzusammeln. Jetzt hat er sich also einmal mit dem Inhalt des Belohnungsprogramms, Reward Program, jetzt hat er sich also mit dem Internet verbunden und hat jetzt die ganzen Sachen synchronisiert, weil es gab ja Boni, wenn man die Closed Beta und die Open Beta gespielt hat. Hier ist mein Freund. Na, schade. Ich kann immer noch nicht zu jedem Punkt auf der Karte Blitz reisen. Aber immerhin zu Kollegen, zu Kollegas. Wo ist der gerade? Der ist gerade an Land. Kann ich da gucken? Nee, Mist. Gut, sprich, wir machen uns einmal heute auf den Weg zu nach Hause. Bestes Deutsch, zu nach Hause. Testen da unser Bötchen. Hier haben wir es. Textchat. Ich mache aber zuerst einmal das Radio zum Beispiel aus. Sonst kriege ich wieder einen Strike. Und dann mache ich das Audio ein bisschen leiser. Die Musik ein bisschen leiser. Die Fahrzeuge. Oder ich mache das Audio generell noch ein bisschen leiser. So, dann drückt man, wenn ihr das Spiel beenden wollt oder sowas, dann müsst ihr B drücken. Und dann könnt ihr hier nämlich mit WASD zum Beispiel das Radio rausmachen, das Spiel verlassen, Fotomodus und sowas. Ich könnte vielleicht gerade mal den Typen anschreiben. Gut. Let's go! Ein Powerboot. Protagonist schwingt etwas den Kopf, der freut sich jetzt auch im Boot zu sitzen. So, und es gibt natürlich auch eine schöne Cockpit-Ansicht. Jeder Rekord, den du aufstellst, wird in der Live-App hochgeladen und mit deinen Freunden geteilt, um ihnen die Chance zu geben, dich zu schlagen, falls sie es können. Falls sie es können. Ja, sowas werden wir häufiger machen. Einfach hier so ein bisschen durch die Gegend fahren. Ist jetzt nicht so interessant, aber naja. Kann ich so ein bisschen reden? Ja, ich hatte die Open Beta. Du kannst die Karte öffnen, um zu sehen, ob irgendwo Aktivitäten verfügbar sind. Du kannst aber auch einfach rumlungern. Genau das machen wir jetzt. Wir lungern einfach nur rum. Okay, 28 Kilometer. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Dann fahren wir jetzt hier mal über den Atlantik. Da ist ein riesen Frachtschiff. Ich hab mir das Spiel irgendwie, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, bin ich direkt zum GameStop meines Vertrauens gegangen, hab mir das bestellt. Nur dann gab es da so eine, es gibt ja bei Uplay im Moment die Aktion, irgendwie spare 20% genau, 20% des Kaufpreises. Wenn du 100 Treuepunkte ausgibst, also 100 von diesen Punkten da, habe ich mir gedacht, okay, nehme ich mir die Deluxe-Version. Und jetzt habe ich die Deluxe-Version zum Preis der Standard-Version und noch 1 Euro weniger bekommen. Ich habe da jetzt 12 Euro für gespart. Das war ganz nett. Links am Rand ist der Mond, heute ist Vollmond. Werfelhilfe zum Umfahren, yay! Ja, wenn ihr euch das Spiel auch kaufen wollt, die Deluxe-Version gibt es für 70 Euro. Und wenn ihr diese Aktion macht, dann bekommt ihr es für 58. Das war nämlich bei mir der Fall. Und ja, die Standard-Edition gibt es normalerweise für 60 Euro und dann halt 20% runter mit diesem, wenn ihr 100 dafür ausgibt. Und ich brauche meine Punkte, ich nenne sie einfach mal Treuepunkte. Die brauche ich für sonst nichts anderes. Ich kaufe mir von denen eigentlich keine Ingame-Inhalte. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, komm, dann
Gib das mal dafür aus. Ja, und jetzt hatte ich gestern schon was gesehen. Und ja, deshalb klinge ich auch gleich gar nicht so gehypt. Obwohl ich mich extrem freue, das hier zu spielen. Und die USA unsicher zu machen. Und das heißt, wir werden jetzt nächstes dann die Street Racing Prüfung machen, nachdem wir dann unser Bötchen hier designt haben. Oder wir machen zuerst die Street Racing Prüfung, designen dann unser Bötchen. Naja. Nee, ich würde sagen, wir designen zuerst unser Bötchen und machen dann die Street Racing Prüfung. Und genau, dann... dann spielen wir hier. Werden hier an Rennen teilnehmen und durch die Welt fahren, Live-Belohnungen einsammeln und sowas. Ich würde sagen, ich mache euch das vielleicht einmal als Speed-Teil da, als Beschleunigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann danach wieder. Und ja, genau. Gestein, oder? Du kannst tun, was du sonst so tust, wenn du nicht gerade fährst. Ich weiß nicht, es muss da noch andere Sachen geben. Das Haus ist groß. Ich meine, sieh dich einfach um. So, dann rufen wir mal die ganzen Sachen ab. E-Mail des Belohnungsprogramms. Das ist ja nämlich auch noch. So, was haben sie hier jetzt getan? Neue Objekte zur Anpassung. Yeah. Ich würde sagen, wir stylen aber erstmal das Auto. Oder wir gucken hier gerade mal herum, für die Open und Closed Beta nicht gesehen haben. Hier ist der Trailer nochmal, den ihr im letzten Part schon am Anfang gesehen habt, wie ich es halt immer mache. Hier ist ein Logo von Rallycross. Okay. Cool, ich habe hier anscheinend doch ein Flugzeug, obwohl ich noch gar kein Flugzeug haben dürfte, weil ich die Prüfung noch nicht gemacht habe. Okay, zumindest das Flugzeug kriegt man zum unter anderem in der im Belohnungsprogramm. Ach, das ist Rallycross, oder? Hier. Tuning, Aussehen darf ich noch nicht verändern. Performance, Pilatus, aha. Okay. Was ist hier? Hier ist die Küche. So, ja, gut. Der Turm wird aufgenommen. Das ist gut. Hier ist ein Gang.
ich noch nett finde, wenn man hier irgendwie in die Garage oder sowas kommen würde und da irgendwie alle seine Autos stehen, alle Autos stehen würden, die man so hat. Hier steht erstmal kurz ein Raptor, Ford Mustang Raptor, TC, The Crew. ach, ein Touring Car. Ja, ein Touring Car. Ah, interessant. Das hat man für unterschiedlichste Sachen bekommen. Ich hatte ja auch vor, mir da noch einen Teil zu sichern. Aber naja. Gut, sprich, wir gucken einmal kurz, was wir jetzt so für Autos, Fahrzeuge haben. Wir haben hier eins. Powerboot, nett. Da darf ich nur halt noch nicht rein. Sprich, wir wenden einmal. Fahren dann wieder rein. Finde ich sehr schön, dass man hier auch vom Wasser reinkommt. Also, dass man überhaupt hier so reinkommt. So, was haben wir denn noch so? Wir haben noch das hier. Mit Jetsprint Air Race, genau, das ist das Air Race Flugzeug. Das ist das Touring Car, das ist noch ein Touring Car. Läuft bei mir. Ja, yeah, dann habe ich noch den Abarth 500 Monster Truck. Mal ein Monster Truck, wie man hier unschwer kennen kann. Rallycross, genau. Rally Raid. Dann noch ein Rally Raid. Noch ein Rally Raid. Noch eins. HC. Ach, ein Hyper. Yo, Ferrari 458 Speziale. Yo, ein Hypercar. Mazda X7. Drifter. Das ist Street Racing. Maserati Gran Turismo. Kann ich halt alle noch nicht fahren. Weil ich halt noch nicht die Street Racing Prüfung gemacht habe. Dann haben wir hier, ein netter kleiner Oldtimer, ein M2 vom BMW, ach so, der, okay. Ford Mustang Fastback. Gut, ich würde sagen, das ist doch schon eine umfangreiche Sache. Das Touring Car dürfen wir allerdings schon fahren, lol. Warum auch nicht? Und das Air Race dürfen wir auch schon fahren. Okay, ach so, weil wir schon in dem HQ waren wahrscheinlich. Sprich, nachdem wir uns das einmal angeguckt haben, würde ich sagen, wir stylen jetzt gerade mal kurz das Boot mit Farbe, oder nee, wir sagen zurück, sagen dann, das mache ich aber lieber mit Tastatur, Verzierungen, exklusiv, aktuell, Freunde, kürzlich, okay. Wir sagen mal aktuell. Oder nee, wir sagen was anderes. Wir sagen Top 100. Ich wette nämlich, da gibt es was Schönes. Mhm, okay. Ja, interessant. Auch nett aus. So, okay. Das sieht cool aus. Das können wir uns mal merken. 274 Formen hat er drauf. Okay, cool. Lol. Mhm. Ja, okay. Sehen alle recht interessant aus. Nur der da mit dem Holz hat mir am besten gefallen bisher. Das ist nochmal dasselbe. Okay. Nee, ich glaube, wir nehmen das mit dem Holz. Das sah cool aus. Okay, komplett blau mit Haigesicht. Das sieht aber auch gar nicht so schlecht aus. Okay, sieht auch interessant aus. Und das wieder eher weniger. Das auch eher weniger. Ja, ich glaube, auch nett aus. Aber ich glaube, wir nehmen das mit den... entweder das hier oder das hier. Ich glaube, wir nehmen... Ne, wir nehmen das hier. Das hier sieht nett aus. Dann würde ich sagen,
Vielen Dank, A2C, dass du dieses Design gemacht hast. Wenden wir an. So. Dann haben wir das jetzt einmal kurz Design. Performance können wir noch nicht tun, oder? Nee, dafür müssen wir zuerst noch in den HQ gehen. Genau. Gut. Sprich, wir werden jetzt einmal kurz auf die... Darf ich auf die Karte wechseln? Ja, darf ich sogar. Das ist cool. Hier gibt es übrigens noch eine Sache, den Slalom im Hafen von Miami. Wir machen jetzt die Street Racing Prüfung. Verifizierungseditor. Okay, cool. Dann würde ich sagen, gucken wir uns nochmal das Video an und danach, nach dem Video, sehen wir uns wieder. Ja, wen haben wir denn hier? Ich heiße Latrell. Ich bin das inoffizielle Begrüßungskomitee für die Street Racing Familie. Wir tunen unsere Kisten, führen sie vor und fahren sie. Wenn sich das für dich verlockend anhört, musst du mir etwas zeigen. Ich leihe dir einen Wagen, aber fahren musst du selbst. Gewinnst du, bist du dabei. Denk daran, der ist nur geliehen. Keine Kratzer. Ja, warum sollte ich für so einen, an so einem Porsche einen Kratzer machen? So. Ach ja, Street Racing. Das Rennspielige hier dran. Go! Wenn das rennt. Darf ich mich vielleicht direkt einmal kurz ziemlich weit vorne hinsetzen? Ja, ich kenne die Strecke die heute schon, aber praktisch. Noch nicht. Praktisch habe ich da gerade vergessen, dass der was war. So, boing. Was tue ich hier? Das ist eine gute Frage, was ich hier tue. Ja, wir müssen das Event nur beenden. Lol. Uff. 10 Sekunden. Ach. So. Ah, das war ein bisschen früh. Boing. Können wir das Event neu starten? Falsch. Können wir es hier drauf drücken? Neu starten. Vielen Dank. Machen wir doch gerade nochmal. Gut, dann haben wir noch 3 Minuten. So, sprich, setzt hier am Anfang am besten noch kein Nitro ein. Versuch dich hier irgendwie durchzumanövrieren. So, das sieht doch schon besser aus. Ja. Spring. Yeah. Öff. Na, war ein bisschen spät. Und der kam auch irgendwie nicht rum. Der Wagen. So, hier rum. Und dann, ey, lass mich auf dem dritten Platz sein. Oder auf dem vierten. Na. Yeah, letzter wieder. Wo es so gut angefangen hatte. Ich glaube, ich muss gleich mal die Nappen wieder richtig, die Nappen von meinem Lenkrad wieder richtig festmachen. Fick dich. Nägel. Uff. Cool.
einmal hier rüberspringen, da rüberspringen. Und dann ins Ziel fahren, als letzter. Okay, du hast es geschafft. Komm mit. Ich habe etwas, das dir sicher gefallen wird. Einfach hier noch ein bisschen weiterfahren. So, wir kriegen ein bisschen Bugs, ein bisschen Follower. Und dann mache ich noch einmal einen Sprung und im Sprung beenden wir wieder. Gut, ich kümmere mich ja immer um mein Lenkrad. Kommen zur Street Racing Familie. Du bist echt gut gefahren. Du hast dir dein Ticket zum Spot verdient. Da hängt immer die Street Racing Community ab. Ich gehöre zu denen, die die Sache legal machen wollen. Falls du das auch willst, könnten wir uns ja helfen. Dieser Bursche hingegen will, dass wir auf der Straße bleiben. Er heißt Edgar Marquez, aber nenn ihn lieber Tio. Er ist hier der ungekrönte Champion, der König der Viertelmeile. Nimmst du es mit ihm auf, dann wird er das alles abverlangen. Auch das, was ich dir noch beibringe. Du hast Talent, aber das Können fehlt dir. Siehst du diese Autos? Eines davon gehört dir, als Belohnung für deinen Sieg. Die anderen bekommst du allerdings nicht so leicht. Du musst sie kaufen. Gewinne Rennen, erlange Ansehen und dir stehen alle möglichen Spielzeuge zur Verfügung. Drifter, Dragster, egal. Du musst fahren und gewinnen. Jetzt schnapp dir deinen Wagen und zeig, was du drauf hast. Das machen wir doch sehr gerne. Neue Disziplin. Street Race. Dazu noch Drift, Drag und Hypercar. Drag ist auch cool. Ich soll zu irgendeinem HQ gehen. Wo ist denn hier in diesem HQ der Briefkasten dann? Beziehungsweise der Container. Dann machen wir das gerade einmal. Hier nicht, wa? Gut, hier drin ist nichts. Na dann, ist hier halt nichts. Wie sieht's hier aus? Ach so, das sind einfach nur dieselben. Gut. Dann würde ich sagen, wir gucken uns hier auch nochmal gerade um. Machen wir diesen Part ein bisschen länger. Ach, hier steht sogar 0%. Ultimatives Fahrzeug. Okay. Hier. Ach du Scheiße, ein McLaren P1. Das ist Theos Karre. Meinst du, wir können den irgendwie in die Finger kriegen? Das wäre cool, oder? Oh yeah. Boah, ich darf den sogar Probe fahren. Geil. Ich fahr den P1 Probe. Schön Hexfeuer rausfahren. Und dann los. Yeah. Boy. Scheiße. Direkt mal gehauen. Blödes Lenkrad. Oh yeah. Noob im P1. Boing. Der arme P1. Wie viel bekommt man denn in Real Life? Eine Mille oder mehr? Ich glaube, mit einer Mille ist man da gut dabei. Ach, ich habe auch mal auf mobile.de einen Wagen gefunden. Das war ein ausgemusterter Rennwagen. Den konntest du da holen. Dann würde ich sagen, hier steht er. Und chillt sein Leben. Wir gehen einmal runter. Haben wir hier noch ein bisschen was. Und dann können wir einmal hier die Autos Probe fahren. Falls ihr noch andere Autos sehen wollt, dann guckt man die Open und die Close Beta. Hier, da habe ich das gemacht. Das werde ich hier jetzt nicht machen. Das heißt, wir testen uns jetzt ein bisschen hier durch. Falsch. Schließen. Ach so, ich muss den erst bestätigen und nein. Zurück.
dann zurück. Dann Probefahrt, danke sehr. Dann testen wir die mal, wie die sich so fahren. Und danach machen wir einen Schluss mit dem zweiten Part. Der fuhr sich ja in der Open Beta gar nicht so schlecht. Damit bin ich aber nicht viel gefahren, weil ich die meiste Zeit mit Offroad beschäftigt war und den Canyon erkundet habe. Fahren wir mal hier hoch. Aber ich glaube, mit zu schnellen Autos komme ich auch nicht so wirklich klar. Und der hier fährt sich nämlich recht gut. Der Mazda. Es war in der Klaus Beta noch anders. Da wurde sich noch so na ja. Wurden die sich aber alle so na ja. Jetzt haben wir hier gelbe Streifen. Für Street Racing. Der fuhr sich eigentlich jetzt recht gut. Gucken wir weiter. Den haben wir schon, nicht wahr? Den Fastback. Genau, der steht schon in unserer Garage. Ich wollte jetzt keinen zweiten haben. Was passiert? Eigentlich, wenn wir den jetzt nehmen, kommen wir dann in den zweiten oder crashen wir dann das Spiel? Es wäre lustig, wenn man das Spiel so recht crashen würde. Dann testen wir den hier auch nochmal. Boink. Ja, nämlich... Jo. Ja, das war auch mein Fehler. Warte, bring den Wagen unter Kontrolle. Hier hoch. Ja. Ach wie, das darf ich nicht mitnehmen. Hi. Ist das schlimm, wenn ich mit meinem Audi mal kurz in euren Garten fahre? Ja, hätte ich den Drift später gemacht, dann würde es noch gehen. Ich glaube, wir nehmen den Audi, den Mazda. Oder wir fahren den nochmal richtig... Na, wohl, nee. Das Video ist jetzt schon ellenlang. 32 Minuten Rohaufnahme. Deshalb würde ich sagen, wir nehmen den Mazda. Genau. Und ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Ich nehme noch einen dritten Part heute auf. Dann testen wir das nochmal. Ich fahre ihn gerade offscreen nochmal Probe. Zumindest ist das Video hier jetzt vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch macht das Spiel hier auch Spaß. Wir sind ja noch so ein bisschen in der Einleitungsphase. Das heißt, das kommt noch alles. Dann sage ich bis dann und tschüssi.